Liebe Kinder, hier ist wieder eine neue Folge von Gott ist überall, im Online-Kindergottesdienst der evangelischen St. Georgsgemeinde Steinbach. Mit Pfarrer Herbert, mit dem Kirchenaffen, mit dem Gemeindebär und mit dem Jammerlappen. Und wir alle feiern diesen Gottesdienst miteinander im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Kinder, ich komme raus. Ich will euch kurz von Mose erzählen. 40 Jahre ist das Volk Israel durch die Wüste gelaufen. Als sie aus Ägypten weggegangen sind, haben sie 40 Jahre bis nach Israel gebraucht. So lange waren sie in der Wüste. Und als sie in Israel angekommen sind, da hat Mose gemerkt, dass er bald sterben würde. Und da hat er nochmal mit seinem Volk Israel gesprochen, weil sie jetzt alleine gehen mussten in das Land Israel, ohne ihn. Und er trägt ihnen auf, immer an Gott zu denken, Gott im Leben nicht zu vergessen. Und er sagt, Gott ist überall. Gott ist im Himmel und Gott ist auf der Erde. Vergesst das bitte nicht. Das war die letzte Botschaft von Mose an sein Volk. Du sag mal, wenn der Gott überall ist, dann gibt's ja gar keinen Ort, wo der Gott nicht ist, oder? Man kann nirgendwo hingehen, wo der nicht ist, stimmt's? Ja, so ist es. Der Mose sagt es ja ganz deutlich. Der Gott ist im Himmel und auf der Erde. Also er ist eigentlich in dem, was wir nicht so gut kennen, so der Himmel, da kennen wir uns ja noch nicht so gut mit aus. Und er ist aber auch auf der Erde, da kennen wir uns gut mit aus. Da ist er auch zu finden. Ja, und wenn der da überall ist, dann ist ja eigentlich schön für uns, weil dann muss man ja eigentlich vor nichts Angst haben, weil egal was passiert, ist der Gott immer da. Ja, so ist das. Der Gott ist zum Beispiel da, wenn du von jemanden geliebt wirst, umarmt, gedrückt, wenn du merkst, oh, da hat mich jemand lieb, da ist Gott drinnen. Oder du siehst einen wunderschönen Sonnenaufgang und die Natur und alles sieht wunderschön aus und es geht dir dabei so richtig gut, dann merkst du das, dass der Gott auch da ist. Ja, aber auch wenn's regnet, oder? Also auch wenn's mal nicht so schön ist, ja, dann ist er auch da. Der Regen ist ja auch wichtig, ne? Also ohne den Regen, ohne das Wasser wächst ja nichts. Das braucht's auch. Auch da ist Gott. Ja, und wenn ich Zahnschmerzen hab, ist da auch der Gott drin? Oder hat es was mit Gott zu tun? Und wie soll ich mir denn das vorstellen? Naja, ich glaube, dass auch da, wo es dir nicht so gut geht, da ist Gott immer noch da. Zum Beispiel, wenn er dir dann ein bisschen Kraft gibt, dass du es aushältst. Oder dass du sagst, naja, irgendwann sind die Zahnschmerzen ja auch wieder vorbei. Da kann ich jetzt schon mal dran glauben. Und es hilft mir. Ja, das verstehe ich. Ja, der Gott ist wirklich überall zu finden. Man muss ihn vielleicht manchmal suchen. Man sieht's nicht immer gleich, ne? Aber eigentlich ist er überall. Gott ist überall und er ist immer da. Das ist wirklich toll, dass das so ist.
Ja, manchmal müssen wir Gott suchen, weil wir das Gefühl haben, ganz von Gott verlassen zu sein. Das hat auch Jesus damals, wie er gestorben ist, gesagt am Kreuz: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der Psalm 22, steht in der Bibel, und der Jesus hat diesen Psalm gebetet, wie er gestorben ist. Aber in dem Psalm steht auch, dass der Gott da ist, auch wenn andere, die Menschen, sich verlassen fühlen. Gott ist da. Wir fühlen uns manchmal verlassen, aber wir sind es nicht. Ja, manchmal kann man wirklich denken, der Gott wäre gar nicht da. Aber Gott ist überall. Das ist gut. Liebe Kinder, lasst uns miteinander mit Gott sprechen. Gott, wir beten zu dir. Gott, du bist überall. Du bist im Himmel und auf der Erde. Manchmal spüren wir das ganz deutlich und manchmal auch nicht. Wenn wir dich nicht spüren, dann suchen wir dich. Also, lieber Gott, lass dich bitte von uns finden. Wenn wir dich finden, dann geht es uns gut. Zeig dich uns in unserem Leben. Danke, Gott, dass du überall da bist. Amen. Liebe Kinder, jetzt kommt was Lustiges. Der Jammerlappen versucht zu singen. Und er singt das Lied "Gott ist überall" von den Ghostpastors. Hört fein zu. Ich frag mich, wo Gott jetzt ist und ob es ihn noch gibt. Denn manche können ihn nicht sehen und nicht verstehen. Wo wohnt Gott in dieser Zeit? Kann er uns noch verstehen? Ob wir weinen oder lachen, will er mit uns durchs Leben gehen. Vertraue auf ihn und du wirst schon sehen, er will mit dir durchs Leben gehen. Gott kann in mir sein, Gott kann in dir sein, kann in dich wollen. Gott ist überall, wo er gebraucht wird, obwohl es manchmal nicht so scheint. Soll für mich da sein. Er ist für mich nah. Er weiß, was ich will. Wohin ich auch gehe, er steht hinter mir. Vertraue auf ihn und du wirst schon sehen, er will mit dir durchs Leben gehen. Gott kann hier sein, Gott kann in mir sein, Gott kann in dir sein, kann in dich wollen. Gott ist überall, wo er gebraucht wird, obwohl es manchmal nicht so scheint. Musik.
überall, wo er gebraucht wird, obwohl es manchmal nicht so scheint. Gott ist überall, wo er gebraucht wird, obwohl es manchmal nicht so scheint. Ja, wie ihr seht, bete ich heute mal das Vaterunser zusammen mit dem Gemeindebär. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne uns und behüte uns. Gott lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Und erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen. Hallo, liebe Kinder. Wieder das Rätsel. Jetzt. Ich muss es auflösen vom letzten Mal. Das war ja schwer. Durch ein Loch rein, durch zwei Löcher wieder raus und es reimt sich auf Dose. Habt ihr es rausgekriegt? Na, ganz einfach. Es ist die Hose. Ne? Da steigt man erstmal durch ein Loch ein, dann geht es dann auch in die Beine rein, das ist das mit den zwei Löchern. Und wenn man sie auszieht, muss man diese zwei Löcher wieder ausziehen. Also durch eins rein, durch zwei wieder raus. Da ist es schwer gewesen. Aber cool und lustig. Heute gibt's ein neues Rätsel. Und vielleicht kriegt ihr das ganz schnell raus. Es gibt nämlich einen Vogel, der kann seinen Namen singen. Überlegt mal, welcher Vogel ist es, der seinen eigenen Namen singt? Kriegt's raus. Wenn nicht, ich verrat's euch das nächste Mal. Tschüss.